Ik ben Tandrea Ramseijer, ik ben in het Zwansk Jarik. Merci hier of mijn lijf betreft. Het is er 10 uur Iverdal in Wattland. Ik ben momentan in de Zuidausbildung zur Landwirtin. Ik ben im ersten Jahr von 2 und wohne in Zeschleby über Diesbach. Meine erste Lehre war tiermedizinische Praxisassistentin. Ich bin dann auf Neuseeland arbeiten und reisen. Und dort hat es mich eigentlich noch so richtig gepackt, für noch Landwirte zu lernen. Ich finde es sehr cool, für mich und für andere können Nahrungsmittel zu produzieren. Und mich motiviert sehr, auch meine eigenen Tiere zu pflegen und zu versorgen. Ich habe den Artikel gesehen in der Bauernzeitung und habe sofort gedacht, mit meinem Motto, wenn ich wage, dann ich gewinnt. Ich bin von Anfang an auf einem Bauernhof aufgewachsen. Meine Eltern hatten zuerst Milchkühe und haben im 2004 umgestellt auf Mutterkuhhaltung. Und der Bezug war von Anfang an da. Ich habe ein Video gemacht mit verschiedenen Abschnitten. Ich weiss noch, es war an einem Sonntag. Und alles hat etwa 4 Stunden gedauert und geholfen dabei hat mir meine Familie und meine Freunde. Meine Berufsschule ist das Moudon, das ist auf Französisch. Und mein Lieblingsfach ist Tierhaltung, aber ganz nach darauf folgt Pflanzenbau. Ich denke, dass die Schweizer Landwirtschaft auf dem richtigen Weg ist, wenn man sieht, was in den letzten Jahren alles ist gegangen. Ich habe im Kopf vielleicht mal den Betrieb zu übernehmen von meinen Eltern. Dazu vielleicht noch mit einer Weiterbildung. Nach der Lehre habe ich eventuell noch vor, Agrotechnikerin zu machen, um noch weiter den Horizont zu erweitern. Ich tue sehr gerne Reiten, Springreiten. Ich reite seit ich 11 bin. Und nebenzu tue ich auch noch leidenschaftlich gerne Skifahren. Wir sind immer gegangen mit der Familie und ich habe vor 2 Jahren auch noch den J&S-Kurs gemacht und eine Saison Skischuh gegeben. Das ist Charlotte, das ist eine Kiwi-Cross-Kuh. Das ist eine Mischung aus Jersey und Holstein. Als ich in Neuseeland war, habe ich nur solche Kühe gemolken und habe nicht sofort gedacht, dass ich hier wieder so eine Kuh wieder antreffe. Stimmt für mich ab, weil ich bin eine aufgestellte und motivierte Person. Ich engagiere mich und setze mich sehr für die Schweizer Landwirtschaft ein. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr für mich voten würdet und ich Lehrling des Jahres 2021 werden könnte.